Können Sie mir jetzt mal sagen, warum ich hier bin? Was Sie von mir wollen? Und wer Sie sind? Hören Sie mal, ich rufe die Polizei. Bockhövel, die Polizei. Wir stehen über der Polizei. Wir stehen über allem. Ja, und wer zum Teufel sind Sie? Wir sind die geheimste Geheimorganisation, wo je gegeben hat. Wir wachen im Geheimen, dass nicht Chaos und Anarchie ausbrechen tun täten. Wir sind so geheim. Manchmal wache ich morgens auf und denk mich, gibt's gar nicht. Wir sind die Bundesbehörde für maximale Sicherheit. Bundesbehörde für maximale Sicherheit? Bundesbehörde für maximale Sicherheit. Kurz, Bumsi. Bumsi. Das ist lustig. Ja, Bumsi. Zugegeben. Vielleicht ein wenig ein unglücklicher Name. Aber besser wie der alte. Früher, da waren wir der Postimmigrations-Personalinterventionskrisenabwehrkader. So ein eindrucksvoller Name. Kurz, Bibi Kaka. Aber hören Sie, ich meine Pipi Kaka oder Bumsi, ich meine... Ich jedenfalls habe noch nie von Ihnen gehört. Ja, was wäre man denn für eine Geheimorganisation, wenn man schon mal von uns gehört hätte? Ja, und was wollen Sie von mir? Bockhövel. Wir haben Sie beobachtet. Mich? Wieso das denn? Weil wir es können! Kennen Sie diesen Mann? Ja, sicher, das ist der da. Was tut denn ein Foto von dir in meiner Sakkotasche? Das ist der Fred. Entschuldigung, hast du immer Sakko erwischt? So. Kennen Sie diesen Mann? Wir haben nämlich bei einer routinemäßigen Abhöraktion, da haben wir mitbekommen, dass Sie bei ihm hier Uran abgegeben haben. Hä? Das ist mein Hausarzt. Und ich habe bei dem Urin abgegeben und kein Uran. Urin! Ich sag da doch alleweil, du hörst schlecht. So. Ach, ich höre schlecht, ja? Nur weil du bei jedem von unserem Lauschangriff deine zwei Tüten Chips reinwärmst, ja? Da du fließt und fließt, da verstehst du das eigenes Wort nicht mehr. Ja, du musst doch mal zum Ohrenarzt gehen. Also dann kann ich ja jetzt gehen, oder? Nein. Ja, aber das Ganze hat sich doch als Irrtum rausgestellt. Von wegen? Nee. Wir haben bloß herausgefunden, dass Sie bei der Unterwanderung unserer Heimat noch viel subtiler vorgehen tun, als wir das gedacht hätten, Däden. Ja, aber ich unterwandere doch niemanden. Kennen Sie diese Personen? Ja, sicher. Aha, da komme ich mit der Sache doch schon näher. Ja, aber welcher Sache denn? Sie haben mit diesen beiden Personen eine Terrorzelle gegründet. Leute, das ist mein Nachbar, das ist meine Schwiegermutter. Aha! Ja, nix, aha! Mein Nachbar ist 82, meine Schwiegermutter hat eine Beinprothese. Wie soll ich denn mit denen einen Terroranschlag planen? Das ist die ideale Tarnung. Mhm. Und mal ehrlich, warum sonst sollten sich mit den beiden jeden Freitagnachmittag zu konspirativen Zwecken treffen, hä? Konspirieren Sie, das ist unsere Skatrunde. Aha! Endlich geben Sie es zu! Ja, aber was denn? Dass Sie unsere schöne Heimat unterwandern! Indem ich Skat spiele? Genau. Bei uns wird Schafkopf gehandelt. Hä? Bockhövel.
Das ist. Aber das ist nicht das Einzige. Was frisst du immer dazu? Hä? Mhm. Hä? Mhm. Ja, sag's. Ja, was denn? Na, was halt? Ja, sag's. Ich weiß. Grü. Ach, Grünkohl mit Pinkel. Ach, Grünkohl, das ist ein westfälisches Nationalgericht. Bäh! Grünkohl mit Pinkel! Brunsverreck! Bockhövel, sie wohnen jetzt seit 27 Jahren in Franken und sie essen immer noch keine saure Zipfel. Da wundern Sie sich, dass wir von der Bundesbehörde für maximale Sicherheit auf Sie aufmerksam werden. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Sie halten mich hier fest, weil ich ein Preuße bin? Und Sie wollen eine Bundesbehörde sein? Freilich. Vom Frankenbund halt. Und wir sorgen dafür, dass unser Franken noch Franken bleibt. Dass unser Brauchtum erhalten bleibt. Ja, bei uns in Franken. Da kommt noch der Pelzmärtel. Und nicht der Nikolaus. Und bei uns wird noch sauber gesprochen. Bei uns ist ein B noch ein B. Und kein B. Genau. Bockhövel, und das ist doch der Beweis. Wir Franken sind das auserwählte Volk. Was, ihr? Freilich, du Ungläubiger! Wir sind das auserwählte Volk. Gott hat sich nach unserem Ebenbild erschaffen. Na, andersrum, aber wurscht. Bockhövel, wie heißt das Buch der Bücher? Die Bibel. Bibel, merkst was? Nee. Es heißt Bibel und nicht Piepel. Und wo haben die damals den Turm hochgezogen? Ne? Sie meinen den Turmbau zu Babel. Richtig. Sei es Babel und nicht Papel. Und das Bockhövel, das ist doch der Beweis. Gott muss ein Franke gewesen sein. Halleluja. Wie sonst könnte alles, was im heiligen Buch steht, so wunderbar für uns Franken auszusprechen sein? Hä? Bibel. Babel. Bethlehem. Barmherzigkeit. Beten. Brüder. Pontius Pilatus. Und selbst der heilige Vater in Rom hat einen nur für Franken korrekt auszusprechenden Namen. Papst Benedikt. Und dann kommen solche Leute wie Sie. So Ausländer. Also jetzt hören Sie mal, Ausländer, ich bin in Paderborn geboren. Falsch. In Paderborn. Und dann wollen Sie sich nicht anpassen. Und dann treffen Sie sich mit Ihren anderen Paderborner Immigranten und spielen Ihr Paderborner Skat. Und sprechen Ihr Paderborner Ausländisch. Also hören Sie, das ist Hochdeutsch. Nein, das ist der Tiefpunkt. Integration sieht anders aus, Bockhövel. Ja. Ich versuch mich doch zu integrieren. Fei. Franken ist mehr wie ein Hemd. Aber ich versuch's wirklich. Ach ja? Wie viel Uhr? Ist Viertel zwölf. Ich hab's gleich. Ich weiß es. Ich muss nur kurz nachdenken. Ja! Was haben wir da? Bockhöfe? Eine Umrechnungstabelle? Bockhöfe, du widerst mich an! Ich kann's mir doch sonst nicht merken! Aber gut, du kriegst noch eine letzte Chance. Oh ja, bitte. Preisfrage. Ja. Nee.
Preuß Frage. Das ist gut, gell? Also, Preuß Frage. Ja. Was ist ein Weckler? A. Ein kleiner Weg. B. Eine Uhr mit Weckfunktion. Oder C. A Semmela. Hä? Kann ich jemanden anrufen? Oh. Okay, ich gebe zu. Ich hab's nicht geschafft, ein Franke zu werden, aber ich hab's versucht. Ich habe mir wahnsinnig viel Mühe gegeben. Am Anfang bin ich jeden Tag in eine Gaststätte gegangen. Jeden Tag. Aber nie hat einer mit mir geredet. Niemals. Doch einmal. Einmal hat einer mit mir geredet. Da war die ganze Gaststätte voll. Nur mein Tisch war frei. Und da ist jemand auf mich zugekommen. Und ich habe gedacht, jetzt passiert. Ja. Jetzt spricht jemand mit mir. Und sagt vielleicht wie so was Tolles wie, Entschuldigung, ist an Ihrem Tisch noch frei? Darf ich mich dazusetzen? Und vielleicht kämen wir sogar in ein schönes Gespräch und können uns ein wenig unterhalten. Aber nein. Er hat mich nur ganz lange angestarrt. Und dann hat er nur gesagt, hopp, rutsch. Den Rest des Abends kein Wort mit mir geredet, kein Wort. Den ganzen Abend. Ja, aber Bockhövel, ja, der hat ihn doch ganz klar signalisiert, wie sehr er sie in sein Herz geschlossen hat. Indem er nicht mit mir redet? Ja, freilich. Wenn der Franke einen mag, dann unterhält er sich doch nicht mit ihm. Nein. Dann schweigt er mit ihm. Ja, und was ist, wenn er einen nicht mag? Ja, dann schweigt der Gegner ein. Also, ich sehe schon, Bockhövel, Sie sind ja nicht wirklich unwillig. Ja, vielen Dank. Sie sind bloß brunsblöd. Aber wir kriegen das schon hin, jetzt passen Sie mal auf. Sprechen Sie mir einfach mal nach. Sagen Sie mal, Papst Benedikt. Papst Benedikt. Nein, Moment. Sag mal. Papst Benedikt. Papst Benedikt! Pass mal auf, du darfst gar nicht erst Papst denken, sonst rutscht dir das ja auch raus, gell? Du musst eher sowas wie Bibel denken. Ja, verstehst du? Bibel? Ja? Bibel? Ja? Biebst! Ach, Mann. Dann denk mal eher sowas wie Babel. Babel? Ja? Babel? Ja? Papst! Noch einmal. Papst! Weiter. Papst Benedikt! Ja, Bockhövel! Der Bockhövel! So, liebe Brüder und Schwestern, der Bockhövel hat heute das Licht gesehen. Hä? Und jetzt wollen wir ihn integrieren in die fränkische Gemeinschaft, dann gebt mir ein lautes Allmächtner! Ich kann euch nicht hören! Wunderbar! Und jetzt Bockhövel, jetzt darfst du deinen alten hässlichen Namen darfst ablegen. Ja, und ab sofort wirst du getauft und trägst den schönen fränkischen Namen. Müller-Thurgau! Und jetzt gehen wir ins Wirtshaus! Oh ja, jetzt feiern wir! Was? Nee, Quatsch, jetzt gehen wir schweichen. Jawohl, also. Ciao.